Big Boys. Big Bois. Big Bois. Du darfst den Clap machen. Oder? Das ist jetzt der Guest Courtesy, oder? Oh Gott. Nein, bin ich nur. Geht schon, also whenever und dann geht's los. Michelle. Schön, dass du da bist. Michelle, Abert. 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 Danke. Wir steigen gleich an. Wer bist du eigentlich? Das ist eine gute Frage, ja. Das weiß ich leider noch nicht. Okay. Da bin ich noch nicht alt genug. Aber was machst du so? Vieles. Sehr, okay. Sehr viel. Meistens zu viel, als ich eigentlich Zeit hätte. Okay. Aber man, ich bin wahrscheinlich hier wegen meinen Fotos, wegen meinen Videos, yes. Weil ich doch einige Konzerte fotografiere und fotografiert habe. Früher mehr, jetzt weniger. Okay. Und jetzt auch in Band-Support-Sachen machen, zum Beispiel Touring-Fotos oder Musikvideos. Ist das eine gute Antwort? Das ist super, voll, ja. Diesen Monat geht es ja bei uns eher so um Soft-Skills. Wie ist man zu denen gekommen? Wie lernt man die? Wie entwickelt man die weiter? Und so weiter und so fort. Die Fotografie kommt einem ja nicht von heute auf morgen. Das heißt, beschreib ganz kurz, was war so der Initial Spark, wo du gesagt hast, so, Fotografie ist geil, ich möchte jetzt mehr darüber lernen. Und wie war der Prozess dahinter? Meinst du, wie ich dazu gekommen bin oder wie ich, wie es dann, wo ich mir gedacht habe, ich möchte Fotograf sein, ich möchte es nicht nur als Hobby machen? Ja. Das, okay. Beides, okay. Genau. Ja, ich habe eigentlich mehr gemalt als Kind mit meinem Papa, eigentlich seit ich einen Stift halten kann. Okay. Und es war immer meistens frustrierend, weil mein Papa um einiges besser war und ich neben ihm gesessen bin und nach 10 Minuten gefühlt fertig war. Mhm. Und der halt da noch ewig lang gebraucht hat und ich dann nichts mehr zu tun hatte. Und hatte eben nicht wirklich die Geduld dazu, jetzt da ewig zu sitzen. Mittlerweile habe ich sie. Okay. Und habe mir gedacht, okay, irgendwie fotografieren ist quasi genau das, was ich erzählen möchte. Ich möchte genau das wiedergeben oder festhalten, was ich eben sehe. Mhm. Und das geht um einiges schneller. Man muss um einiges weniger machen und man braucht weniger Talent. Und, Spaß. Mhm. Nein, es ist auf jeden Fall, es hat halt einen anderen Skill. Ja? Und ich habe mir gedacht, okay, das ist relativ einfach, probieren wir das mal. Und habe dann eine Kamera von einer Freundin mal ausprobiert und habe mir gedacht, das ist ganz cool. Und habe dann meine erste Kamera, meine 600D, zu meinem 17. Geburtstag bekommen. Okay. Also relativ spät erst angefangen zu fotografieren. Und was war so das erste Feld, in das du gegangen bist? Du machst eher Porträts oder Landscape oder Street? Oder? Reportage eigentlich. Also ich bin einfach... Ich habe das festgehalten, was eben um mich herum passiert okay, ist. Die Kamera quasi immer dabei gehabt und das genau. Passiert ist. Das, okay. Genau. Und habe dann beim Wiener Fotomarathon mitgemacht. Okay. Ewig her, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr und habe dort tatsächlich gewonnen. Oh, nice. Und habe dann gesagt, okay, irgendwie ist das cool. Anscheinend mögen die Leute meine Fotos. Und habe mich dann bei der Grafischen beworben. Die bei mir gleich um die Ecke ist. Praktisch, ich hatte keine Ahnung, was ich mich da eigentlich einlasse, was das eigentlich ist. Und habe dann dort eigentlich mehr mit der Fotografie gemacht. Und dann mein erstes Konzert im ersten Semester von der Grafischen quasi fotografiert. Und ab dem Zeitpunkt ist dann losgegangen. Ja. Hat Spaß gemacht. Ja. Das war tatsächlich das A1. Ja. For real? Ja. Okay, nice. In Aera damals. Ja. Ich finde es das spannend, dass du das sagst mit eben Fotografie und Malerei, weil Fotografie ist ja früher nicht als Kunstform angesehen gewesen, sondern mehr als Handwerk. Weil als mehr Unterstützung oder weniger, für die Maler. Voll, ja. Weil es nur ein Abbild der Realität war. Ja, deswegen finde ich das leid, dass du zuerst in Malerei kommst und jetzt das. Cool. Ja. So Wissensverbreitung und Weiterleiten von Know-how ist ja bei uns den Big Boys ja super wichtig. Mhm. Wie siehst du das? Hast du, würde ich sagen, eine aktive Rolle im Verbreiten von deinem Knowledge?
gehst du zu Leuten hin und sagst, okay, das, was du machst, das ist irgendwie cool, probier es mal so und so und so, ich gebe dir mal die Tipps, wenn das, oder wenn du mehr wissen magst, kannst du mir kommen, oder bleibst du quasi stehen und bist passiv und wartest, bis irgendwer kommt und sagt, also, hey, das ist lang, du hast das gemacht. Ja, also ich würde mich, glaube ich, eher als passiv bezeichnen, weil wenn ich auf Konzerten bin, dann konzentriere ich mich meistens auf das, was ich zu tun habe, weil das mittlerweile mein Job ist und ich mich halt da um das mit dem auseinandersetzen muss und dann die Zeit eigentlich mehr nütze, mit Leuten Kontakt zu halten bzw. Kontakt aufzubauen, die ich vielleicht noch nicht kenne. Mhm. Aber nicht in der Weise von wegen, ah, du machst ja auch Fotos und lass uns da ein bisschen reden drüber. Aber wenn ich jemand online anschreibt oder so und dir quasi was das will. Ja. Aber ich habe ja jetzt 3 Jahre oder über 3 Jahre bei einer quasi Zwischenfirma für Canon gearbeitet. Also die haben Promotion, die Leute halt für Canon halt angestellt. Ja. Und wir waren dann, ich war dann eben bei diesen ganzen Canon-Aktionen dabei. Das heißt, das war mein Brotjob und habe seit einem Monat gekündigt. Also okay. Now you're free. Und dort habe ich so viel Leuten beigebracht von Fotografie her, dass ich, glaube ich, da meinen Durst nach Wissensverbreitung ein bisschen gestillt habe, weil es wiederholt sich immer wieder und das ist natürlich der Job und dann habe ich in der Freizeit nicht mehr so viel Lust, jetzt aktiv auf Leute zuzugehen, wobei ich immer, wenn mich jemand fragt, hey, wollen wir mal zusammen fotografieren gehen, so wie wir es beide auch mal gemacht haben, ja, dann finde ich das immer extrem interessant, wenn man dann eben einen Austausch macht. Mhm. Okay, verstehe, das ist cool. Ich habe so ein bisschen den Approach gerade verloren. Genau. Und zwar, was mich auch sehr interessiert, ist nicht nur quasi Soft Skills und was man gut kann damit, sondern auch, wie man es quasi benutzt und vor allem, wie man anderen Leuten helfen kann. Ja? Mhm. Jetzt ist oft der Fall, dass man einen guten Content Creator hat, ja, der super Artworks macht oder einen super guten Fotografen oder einen Studiotechniker oder Musiker. Ja. Und das sind an sich gute, ich sage jetzt mal, Handwerker, aber ganz schlechte Projektmitarbeiter. Ne? Und das Um und Auf von einem Projekt für mich ist oft Kommunikation. Wie baut man Kommunikation auf? Wie findet man die gemeinsame Sprache und wie verwirklicht man die Vision seines Kunden und vielleicht sogar noch besser, wie verwirklicht man die Vision von allen Beteiligten und erschafft Content, also Videos oder Musik oder was auch immer. Also ich finde, das Wichtigste ist immer zuzuhören, also wenn man sagt, okay, jetzt kommt eine Band auf mich zu und ich sage, wir wollen ein Fotoshooting machen, ja? Oder wir wollen ein Video machen. Muss man erstmal, und das ist auch eine Begabung, wenn man das hat, ich habe es auch nicht immer, aber ich versuche es, zuzuhören. Das heißt, erstmal muss man alles aufnehmen, was einen jemand sagt. Ja? Und was, manchmal kommt gar nicht so viel von der Band oder von demjenigen, der dann halt auf quasi... Auf das wollte ich hinaus. Ja? Und da sich dann Gedanken zu machen, ist als für Musiker, Bands natürlich... Gut, weil umso besser, umso mehr Gedanken sie sich machen, umso einfacher ist mein Job, beziehungsweise umso mehr wird dann das Projekt am Ende so ausschauen, wie es ausschauen soll. Ja. Auf der anderen Seite gibt es halt aber auch Bands, die einen genau vorschreiben, so soll es ausschauen, wo man sich am Anfang denkt, okay, Platz mehr. Cool, ja, passt, ich habe gar keine Arbeit mehr, aber dann ist es halt, ich habe keinen Platz hier zu sagen, oder ich muss dann quasi kämpfen darum, dass ich sage, das wird nicht gut ausschauen. Ich weiß, das stellt sich anders vor, aber das schaut dann nicht so aus, wie ihr das gern hättet, weil es technisch nicht möglich ist oder weil ich es nicht kann. Ja. Ja. Oder weil es einfach andere Leute gibt, die da besser sind. Zum Beispiel in der Schwarz-Weiß-Fotografie bin ich auf jeden Fall. Mache ich, aber da schlägt mein Herz zum Beispiel nicht drüber. Okay, ja, verstehe. Der erste Fall, was du gesagt hast, eine Band kommt, sagt, wir wollen ein Fotoshooting und kommen halt nur mit sehr wenig Input und Info. Wie extrahierst du Informationen von der Band? Oder wie animierst du? Deswegen reden wir jetzt drüber, damit die Bands sich das anschauen und schon im Vorhinein überlegen, okay, gut, es reicht vielleicht nicht ein paar Worte, wenn wir sagen, Foto, dunkel, Wald. Cool ist immer super, ja. sondern was hättest du gerne?
ne, dass die Bands schon im Vorhinein sich vorbereiten und darlegen. Ja. Und wenn das nicht da ist, wie kommst du an die Info, die du brauchst, ja, die du gern hättest? Ja, ich habe gerade genau so eine Band, wo wir halt so sagen, okay, wir wollen gerne ein Musikvideo machen. Aber keine Ahnung. Keine Ahnung, wie es ausschauen soll und auch noch keine Ahnung, welcher Song das ist. Ah. Erster Punkt, der Song muss stehen und der Song muss fertig sein. Also, liebe Bands, ich mache keine Videos mehr von Bands, die den Song noch nicht fertig haben. Weil das zumindest, ist halt, zumindest ein Rough Mix und alles, was im Video passiert. Der, halt, ja, aber quasi die Schläge und der Gesang und das muss alles also, schon dermaßen fertig sein. Ja. Es muss noch nicht der fertige Song sein, von wegen fertig gemastert, aber der Song muss wirklich fertig sein, bevor man sich Gedanken darüber macht, wie es weitergeht und bevor man zum Set hingeht. Also die Recordings, das ist auf jeden Fall Recordings müssen fertig sein und stehen. Genau. Ja. Und was mir, also besagt, was unglaublich wichtig ist, bei Musikvideos besonders, wenn man halt nicht nur ein Performance-Video macht, ist, dass man eine gute Story hat. Eine Story, die auch einen Anfang, ein Ende hat, ein Mittelteil, irgendeinen quasi, wo es dann hingeht oder so. Ja, am besten noch, wenn ich sowas wie eine Bridge habe, vielleicht möchte ich dann, dass auch quasi die Bridge ein bisschen ruhiger ist, vielleicht möchte ich auch einen Teil in der Story haben, der halt auch ein bisschen ruhiger ist oder ich spiele halt gerade mit dem, dass ich es dann halt gegenüberstelle. Mhm. Musikvideo jetzt nur als Beispiel. Ja. Aber das sind halt Sachen. So eine Story hilft einem unglaublich, weil ich sehe mich als jemand, der jetzt den Content macht quasi, also als Content-Kreatur, in der Rolle des, ich führe das aus, was ihr für Ideen habt und ich weiß nicht, was in diesem Song, was ihr mit diesem Song sagen wollt. Das ist eure Sache eigentlich. Ja. Und ich weiß, okay, das wäre cool visuell, das können wir technisch so umsetzen, so viele Tage werden das dauern. Das sind Informationen, die man von mir erwarten kann und ich kann mir Ideen darüber machen, wie man das dann umsetzt oder kann dann sagen, das wird nicht funktionieren, das funktioniert mit dem Budget nicht oder das können wir so und so machen. Okay. Ja. Oder zum Beispiel auch die passende Location zu finden, das finde ich ist von beiden Seiten sowas. Ja. Mhm. Aber Stories also sind halt rein kreativen Input, sagst du, das ist eher nicht so dein die Grundstory, Department. Das, was du mit dem Song sagen willst, ja, das schwierig von mir aus zu kommen. Ja. Es gibt halt Bands, da merke ich, da kommt nicht viel, die haben einen Zeitdruck, die müssen das jetzt machen und dann habe ich aber auch quasi, dann merke ich das auch, dass ich sage, jetzt muss ich einsteigen und jetzt sage ich so und so und so und so wird das gemacht und so ist die Story und dann gehen wir von da und da und da hin. Also dann reagiere ich schon, weil im Endeffekt möchte ich ein gutes Video machen oder möchte ein gutes Fotoshooting am Ende haben und da habe ich ja Interesse auch daran, dass das interessant ist. Aber so eine Story mal zu haben, ist halt ein großer Teil und ich finde, das gehört halt auch zur Musik dazu, was du halt quasi erzählen willst mit deinem Musikvideo. Es muss ja nicht durch den Text sein, sondern kannst auch durchs Musikvideo sehr viel über die Musik erzählen, wo du eigentlich sonst nicht zum Beispiel den Platz für so viel Text hast. Ja. Halt zum Beispiel visuelle Metaphern finden. Genau, und so weiter und so fort. Ja. Oder viel subtiler kannst du Sachen ansprechen, Themen ansprechen, ohne dass man jetzt sagt, das ist so, das ist schlecht, so soll es sein. Ja. 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 Das ist mit Songtexten öfters mal schwieriger. Okay, verstehe. Gehen wir weiter. Du bist ja nicht nur Filmerin und Fotografin, sondern auch selber Musikerin. Ne? Ja. Würdest du sagen, dass das durch die Bank von Vorteil ist, dass man mehr oder weniger beide Seiten, wenn ich das sagen darf, dass man beide Seiten von der Bühne kennt, quasi? Ja? Auf jeden Fall. Ja. Ja. Weil erstens mal der große Punkt bei Musikvideos, bei Fotoshootings, bei irgendwas ist natürlich das Geld. Ja. Ich kann das schon einmal nachvollziehen, dass ich jetzt jemanden da nicht sage, okay, das wird so und so viel kosten, ja, und quasi, ihr braucht sich keine Chance, dass ihr da bei mir ein Musikvideo machen könnt, weil das könnt ihr sich sowieso nicht leisten, ja. Okay. Sondern ich passe das auch an, mir ist das auch klar, wie viel eine Band verdient, die circa so und so viele, was weiß ich, Konzerte spielen im Jahr, ja. Und da findet man dann auch einen fairen Preis. Also Preisfrage ist schon einmal sowas. Aber auch ganz
keine Ahnung, technisch gesehen, wenn ich, ich kann nicht Schlagzeug spielen, gar nicht. Ich bin dreimal vielleicht an einem Schlagzeug gesessen, aber ich weiß, wie sich das anfühlt und ich weiß, wie das ausschauen muss und wann der Ton oder besser gesagt der Schlag kommt, wenn ich da drauf hau. Ja? Ja. Das heißt, wenn ich kann das auch nachvollziehen und ich höre das, weil ich halt auch mit Schlagzeuger zusammengearbeitet habe, ja, Schlagzeugerin. Ich weiß halt auch, wie das zum Beispiel klingt, wenn du diese oder diese oder diese Sache da anspielst. Und ich höre das auch, wenn die Leute das nicht spielen, aber ich sie dabei filme. Das heißt, da fahre ich dann, gehört das so? Hast das geübt? Ja. Nein, nicht, dass das geübt, sondern einfach, ist das eine Produktionssache oder wird das absichtlich weggelassen oder wurde das einfach vergessen? Ich höre das. Das ist zum Beispiel eine Sache, das kann man, glaube ich, schwer, keine Ahnung, rausfinden oder einfach unterbewusst neben dem ganzen Arbeiten noch dazu quasi darauf reagieren, wenn man das nicht gewohnt ist, mit Leuten live zusammenzuspielen. Und dann der Schnitt und überhaupt das Gefühl für die Musik ist als Musiker natürlich auch ein bisschen mehr ausgeprägt. Es gibt natürlich Leute, die extreme Musikfans sind, ja, aber da, wenn ich einfach weiß, okay, da ist jetzt das, wie viel kann ich aus einem Gitarristen noch rausholen? Der spielt da einen extrem komplizierten Part, dann werde ich nicht sagen, jetzt hüpft er herum, ja? Weil dem ist es wichtig, dass das auch so ausschaut und dass das auch gespielt wird und dass das auch so ausschaut, wie als könnte ich das spielen, wenn ich das eingespielt habe. Also überhaupt jetzt im progressiven Bereich, da ist natürlich wichtig, dass das genau das gespielt wird, was auch gesehen wird. Jetzt sehe ich gerade. Ja, aber ich finde eigentlich, dass zum Beispiel Schnitt viel was Tänzerischeres hat, ja, weil du quasi ein Step hier rüber machst, 1, 2, 3, 4 rüber, ganz kurze Schnitte hast und dann wieder einen längeren Schnitt hast und da einen Rhythmus drinnen haben musst. Ja, musst du auch einen Rhythmus und einen Beat schon genau, haben. Genau, ja. Also das sind Sachen, da arbeite ich auch immer noch dran, aber das sind Sachen, die könnte man vielleicht auch mit dem Tänzerischen verbinden. Aber ich glaube, dass es von Vorteil ist. Okay. Aber das soll einem nicht aufhalten, wenn man sagt, man ist jetzt kein Musiker und ich habe jetzt auch keine Chance, ein Musikvideo zu machen. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Glaubst du vielleicht, dass die, so blöd es klingt, dass die Unfähigkeit zur Musik, also im Sinne von, du hast das einfach nicht gelernt? Ja. Weil ich glaube daran. Okay, ich habe gedacht, das geht auf was anderes. Ja, nein. Ich glaube daran, jeder kann Musik irgendwie zu einer Art und Weise machen. Ja? Das ist auf jeden Fall. Dass man vielleicht dadurch, dass man keinen Einblick hat, mehr oder weniger einen alternativen Approach zur Darstellung findet. Quasi einfach der Segen, dass man mal was nicht weiß, ja, und dadurch weniger blockiert ist. Weil wenn du selbst der Musiker bist, dann hast du einen gewissen Stil und gewisse Vorstellungen, eben wie du gesagt hast, ein Gitarrist sollte so ausschauen und so weiter und so fort. Ja. Was ist, wenn du komplett unberührt von dem bist? Glaubst du vielleicht, dass das auch von Vorteil wäre, mal quasi etwas nicht zu wissen und dadurch freier zu sein? Ja und nein. Ich glaube halt, das kommt halt darauf an, mit wie vielen Leuten du zusammenarbeitest. Ich mache mittlerweile nur alles alleine, was halt eigentlich kompletter Wahnsinn ist. Ja? Das heißt, irgendwie diese ganzen feinen Nuancen, dass ich zum Beispiel weiß, wie ich das filme, weil ich das danach auch schneiden werde, wie ich das dann zusammenfüge und so weiter. Das sind Sachen, die kann man halt, da braucht man ein bisschen Gefühl für, wie ist die Musik und vielleicht sogar eben mag ich das Genre gerne und dann kann ich das auch ein bisschen so rüberbringen. Aber es kann natürlich auch helfen und einen komplett anderen Weg zeigen, wenn du gar nichts damit zu tun hast. Obwohl ich schon glaube, dass es halt hilft, wenn man musikalisch ist und dann Musikvideos macht. Aber ich glaube, es gibt sowieso keinen, der nicht musikalisch ist oder kein Interesse an Musik hat und dann Musikvideos macht. Ich finde aber, es kommt viel mehr darauf an, wie gut du als Filmer bist und du kannst das auf jeden Fall quasi umspielen, dass du da eigentlich, was weiß ich, dass du jetzt filmst einen Schlagzeuger für einen Playthrough und du hast aber keine Ahnung von Schlagzeug, dann wirst du, wenn du ein super Filmer bist, wird man das auch nicht merken. Ich kenne ein super Beispiel. Ja. Ja. Also man braucht kein für alle, Musiker sein. Ich wollte kurz darf ich endlich sagen, für alle, die nur zuhören, wir zeigen auf dem Beta. Ja. Jetzt gibt es auf Spotify endlich. Okay, ja, voll. Man muss nicht Musiker sein, aber man muss ein gewisses Gefühl haben für das, was ich jetzt da gerade machen will. Wenn ich jetzt einen Film drehen will, ja,
dann muss ich auch ein bisschen Gefühl haben für Storytelling und wie, dann muss ich eine Leidenschaft für, das, für den Bereich haben. Mhm. Weil wenn ich jetzt Wildlife-Filmer bin, ja, und ich habe aber kein Interesse an Tieren, ja, ja, dann wird es auch ein bisschen schwierig sein. Ja, voll. Oder ja, voll, voll. Na, stimmt schon, das stimmt schon. Aber man kann sich alles beibringen, also kein Problem. Ja, ja. Na, nur was ich hinaus wollte, ist halt, man muss jetzt nicht Know-how und into deep sein, damit du etwas beginnen kannst, sondern du musst das irgendwann einmal einfach Spaß haben. Genau, Spaß haben, ja, und dann vorwärts stolpern und scheitern, weil nur das wenn du es machst, dann ja, okay. Jetzt habe ich nicht die richtige Antwort gegeben, aber Nein, es gibt keine richtige Antwort. Nein, nein. Ne? Scheitern gehört auf jeden Fall dazu. Ja, das ist ganz wichtig. Hast du ein Beispiel für so Scheitern von dir, wo du sagst, massives Scheitern, was aber super beneficial war? Sei es also jetzt nicht unbedingt technisches, aber vielleicht organisatorisches oder von der Kommunikation her oder dass du einen riesen Fehler gemacht hast, dass das heute herkommen bis zu uns. So. Nein, das nicht. Ja. Aber Material verloren. Das ist einfach das Standard-Ding, dass man sagt, okay, man hat, dass man irgendwas liegen lässt. Ja, ja, dass man einfach, das sind halt Sachen, da denkt man dann ständig drüber nach. Und was ist dann dein Workaround jetzt, dass dir das nicht passiert? Machst du noch eine Deckenrunde immer oder machst du so eine Equipment-Liste? Nein, länger. Oder? Ich behalte die Sachen länger. Ich habe gedacht, das Projekt ist schon abgeschlossen. Und es war aber nicht abgeschlossen. Ach so, und ich habe das nicht geschnitten und ich habe halt die Sachen quasi nicht ein halbes Jahr liegen, also gehabt oder 3 Monate. Ah, okay. Und es ging da wirklich um Tage, wo ich das gelöscht habe. Und das war halt super ärgerlich, weil das sollte jetzt einem eigentlich nicht passieren. Ja. Okay, du hast jetzt von Videomaterial gesprochen. Ich habe geglaubt, du meinst Arbeitsmaterial, dass du irgendwo, weiß nicht, Lichterlinsen und sowas irgendwo. Also noch nie. Okay. Das ist mir noch nicht passiert, deswegen, dass ich irgendwelche Sachen liegen gelassen habe. Oh, okay. Aber deswegen always back up your shit, ne? Ja, yeah, das ist unglaublich wichtig. Far. Und ich finde auch, dass man nicht so, also überhaupt, wenn man Konzertfotografie machen will, wenn man jetzt da mal auf die andere Seite geht, man darf nicht so heikel auf sein Material sein, auf sein Werkzeug, ja, weil mir ist schon so oft passiert, dass da Bier drauf gesprüht, drauf geleert, Schweiß, Dreck, Sand, ist alles schon drauf gekommen, ja. Hast du meine 5D schon mal gesehen? Ja, sicher. Ja. Aber das gehört dazu, ja. Und wenn schon, du das machen willst, dann musst du halt damit auch rechnen, ja. Aber es gibt halt trotzdem Arten, wie du dein Material, also jetzt echte praktische Tipps jetzt, wie du dein Material schützen kannst, wenn du halt zum Beispiel in einem Moshpit bist, ja, oder gerade da ist jemand, lauter besoffene Leute. Man kann zum Beispiel normale Zopfringe, brauche ich nicht mehr, deswegen habe ich so viele jetzt, kann man quasi dort, wo das Objektiv an die Kamera drankommt, an den Bajonettverschluss, kann man hier die ganzen Zopfringe draufgeben oder genau dort, dann kommt da keine Flüssigkeit rein. Flüssigkeit, oder wenn man Gratis-Tipp für euch. Oder wenn man irgendwo draußen ist, wo Sand ist. Dann genau, das also auch, das alles abzunissen. Entweder das oder von vornherein. Genau, Tape. Mark, Und dann halt einfach damit rechnen, dass die Sachen einfach ein bisschen ausschauen, als hätten sie was erlebt. So, das, voll, das ist eh cool. Das ist eh leibend, aber das muss man halt mögen. Du hast kurz gesprochen über Bands und Budgets und Gagen und Geld und dass alle Bands arm sind und so weiter und so fort. Und es gibt ja Content Creators, die eine fixe Gage verlangen oder halt fix im Sinne von, wer kommt und das Aufwand, die passen das an. Dann gibt es Leute, die sagen so, okay, ich mache Zeug, damit du dann Zeug für mich machst, weil ich kann Fotos machen, du kannst recorden, cool. Und dann gibt es Leute, die machen das so komplett for free, einfach weil sie es geil finden. Ne? Ist in Verbindung mit Content, der free ist, ist der qualitativ hochwertig oder nicht oder so? Was hältst du von dem Gedanken? Das ist ein Schwachsinn. Ob ich jetzt 1.000 Euro für ein Foto gezahlt habe oder ob ich jetzt nichts für ein Foto gezahlt habe, hat nichts mit der Qualität zu tun. Das meine ich mit Schwachsinn. Mhm. Ja. Und jeder fängt an, damit dass er gratis Sachen macht. Ja. Aber man muss halt auch akzeptieren, dass ich habe die Entscheidung einfach getroffen, ich möchte davon leben. Mhm. Und auch wenn Bands jetzt nicht davon leben können, dann müssen sie trotzdem akzeptieren, wenn sie mich nehmen, dass ich, dann macht eh jeder.
macht sowieso jeder, ja. Aber das ist, dass ich trotzdem mein Geld verlangen muss, weil ich mich halt auch irgendwie halten möchte und weil ich dieses Leben gewählt habe. Damit habe ich aber halt auch das Risiko, dass ich deswegen weniger Aufträge habe, beziehungsweise weniger Sachen, wo ich einfach nur mitkomme, ja. Mhm. Und deswegen mache ich es jetzt meistens so, wenn ich auf irgendwas mega Lust habe, ja, dann gehe ich einfach hin und sage, hey, darf ich Fotos für euch machen? Würde mich urfreuen, müsst mich zahlen. Ich habe einfach nur Spaß dran. Ich mag einfach nur fotografieren. Bitte lasst mich fotografieren. Aber dann muss ich halt auf jemanden zukommen. Wenn du auf mich zukommst, dann rechne ich schon damit, dass ich ein Geld dafür bekomme. Mhm. Aber halt auch in einem gewissen Maß und Ziel. Und was das Wichtigste ist, von vornherein muss das klar sein. Da darf man nicht drum herum reden. Und die Fehler habe ich auch am Anfang gemacht, dass ich dann so gesagt habe, ah, das machen wir schon, das passt schon, das schauen wir dann. Und das ist unangenehm für jede Seite, weil ich dann halt herkommen muss und sagen, ich brauche halt so viel hat das jetzt gekostet. Und die andere Seite denkt sich dann so, oh Gott, wie viel wird das kosten? Ja? Also von vornherein klar zu machen, so viel kostet das, das ist der Preis, den ich verlange, ist ganz wichtig, egal welche Sachen du an welchen Mann bringst. Aber das muss man auch, habe ich auch lernen müssen. Also, Transparenz ist wichtig, ja. Nur kurz, angenommen, eine Band würd gern Fotos machen und kommt halt zu dir und sagt, ja, okay, wir hätten gern das und das Fotos? Und das. Nein. Angenommen, wir brauchen das und das und das. Ja. Wie könntest du das machen? Wie ist deine Rate? Blablabla. By the way, wir haben noch 2, 3, 4 andere Fotografen gefragt. Sagst du, okay, gescheit von euch oder möchtest du nicht wissen? Oder? Super gescheit. Ja. Meistens werde ich die Leute eh kennen, weil so groß ist die Szene nicht. Mhm. Würde ich immer machen. Also ich schaue ja auch auf Geizhals und schaue, wo die Kamera am günstigsten ist. Ich bin ja genauso einer. Ja, ja, aber das ist ein Produktvergleich und beim anderen Vergleich. Ja. Trotzdem. Aber du würdest das nicht persönlich nehmen, quasi? Nein, niemals würde ich das persönlich nehmen. Das ist ja total okay. Mhm. Ich nehme eher was persönlich, wenn man mich zum Beispiel, wenn wir jetzt befreundet miteinander sind und du schreibst mir jetzt absichtlich nicht, weil du denkst, ah, die will auf jeden Fall Geld, ja, und du machst es bei irgendjemandem anderen, wo ich es dann vielleicht als Freundschaftssache sogar gratis gemacht hätte, ja. Sowas würde ich eher persönlich nehmen, weil ich mir dann denke, ich mach das doch, ja, dann frag mich doch gleich einmal, ja, außer es ist jetzt wirklich eine Sache, ich bin nicht da oder es ist einfach nicht mein Bereich oder sie wollen halt einfach Fotos in der Art haben, aber das ist halt, wenn es dann nur um, was weiß ich, offensichtlich meinen Bereich geht und man dann so sagt, ah, ich will ja, das ist unangenehm, weil wir sind ja befreundet und dann will sie Geld oder was auch immer, man kann immer offen drüber reden, Kommunikation ist sehr wichtig. Aber sowas würde ich um einiges persönlicher nehmen, wenn dir die Leute absichtlich nicht zu mir kommen, weil sie denken, okay, die muss davon leben, die wird sicher so und so viel verlangen, da fragen wir gar nicht nach. Ja. Bitte nachfragen. Ich bin sehr nett und sehr fähig. Ich brauche Aufträge. Nein, es ist immer, Kommunikation ist wichtig und Fragen ist wichtig und man braucht sich da nicht dafür genieren, dass man dann sagt, okay, keine blöden Fragen, ja, 50 Euro für einen Tag, ich weiß, das ist wenig, aber das können wir uns leider nicht leisten, das ist voll okay und dafür braucht man, ich denke deswegen nicht weniger von jemandem, wenn ich jemandem zu teuer bin. Okay, verstehe. Lieblingsthema von mir, Selbstmotivation. Yeah. Jeder kennt das, man arbeitet so vor sich hin und pile of work und bla bla bla. Ja. Wie trittst du dir selber in den Arsch oder wie hältst du die Maschine am Laufen quasi? Immer Herausforderungen suchen. Ja. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Dass man also ich bin ein Mensch, ich mag nicht, dass mir fad ist, also mir wird doch nie fad, weil ich 5000 Sachen mache, aber ich will immer irgendwas haben, was mich fordert, ob es jetzt kreativ fordernd ist, ob es körperlich fordernd ist, ob es, keine Ahnung, irgendeine Sache ist, die ich technisch noch nicht kann, wo ich mir das erst beibringen muss, aber immer irgendwas zu suchen, wo du nicht sicher bist, dass das jetzt, keine Ahnung, 100%ig klappt, natürlich dann auch mit den Bands halt reden. Ich versuche auch Sachen mit zum Beispiel so mit Prisma-Stab, habe ich eine Zeit lang gemacht, wo ich gesagt habe, das kann auch ganz in die Hose gehen. Ja. Oder Analog-Konzertfotografie habe ich auch gemacht, ja, wo ich gesagt habe, das kann nicht sein, dass da nichts wird. Ja. Ja. Dann verlange ich auch kein Geld. Ja. Ja. Aber dann sich da immer zu fordern und dann halt auch andere Sachen auszuprobieren. Mhm. Ja.
bin zum Beispiel überhaupt kein Landschaftsfotograf. Jetzt war ich auf Urlaub und habe nur Landschaftsfotos gemacht, weil kein Mensch dort war. Okay. Das war auch eine neue Herausforderung. Okay, verstehe. Obwohl Motivation dann wieder was ist von wegen Fotografie als Hobby, kann ich zum Beispiel ehrlich gesagt nicht mehr verfolgen. Das ist für mich kein Hobby. Mhm. Und ich gehe nicht mehr raus und fotografiere einen random Stein. Das mache ich nicht mehr. Ja. Das habe ich früher gemacht. Ja. Aber das ist jetzt einfach Arbeit. Ja. Und man muss das, wenn man als Kreativer arbeitet, wirklich eine Linie ziehen und sagen, das ist jetzt mein Urlaub und ich mache jetzt Fotos für meinen Urlaub und die werde ich nicht verkaufen. Oder da muss ich auch jetzt, keine Ahnung, nicht aufpassen, dass das richtig belichtet ist, sondern das ist Urlaub. Das ist Arbeit und das muss man von vornherein immer gleich klar wissen. Aber Motivation durch neue Sachen auszuprobieren ist, glaube ich, am wichtigsten und sich halt zu fordern und nicht Angst zu haben, oh Gott, das kann ich nicht und Video und ich weiß nicht. Und das, was ist, wenn die Leute sagen, das taugt ihnen nicht oder das ist nicht so cool. Ja? Mhm. Passiert, man muss von vornherein sagen, ich habe noch nie ein Musikvideo gemacht, kann ich bitte das erste mit euch machen? Querfunk hat damals gesagt, ja, nicht so lange her. Und dann waren sie auch so, hey, das ist viel besser, als wir gedacht haben. Das ist immer schön, wenn man dann hört. Okay? Na, natürlich. Ja, das ist besser, als man geglaubt hätte. Ja, weil ich halt dann sage, okay, das habe ich noch nicht gemacht. Aber sich zu fordern und ich glaube, dass man sich im Video zum Beispiel sehr fordern kann, dass man sehr viel machen kann, überhaupt wenn man Fotograf ist. Du hast, glaube ich, noch nicht so viel in diesen Bereich Video reingeschnuppert. Und gar nicht so viel. Ja. Nein, voll. Das ist eine Sache, wenn du mit sowas mal startest, dann hast du einen Riesenbereich, den du neu erfahren musst. Ja. Aber sich jeden Tag hinzusetzen und dann wirklich zu sagen, ich bin jetzt zwar selbstständig, aber ich habe jetzt das und das und das zu tun, das kann man nur selber lernen. Also da muss man selber wissen, wie ist der Rhythmus. Ich habe herausgefunden, dass ich ausschlafen muss, damit ich halt, das nehme ich mir halt raus. Ja. Dafür arbeite ich halt dann ewig lang. Ja. Und dann kann ich halt am Abend nicht mit irgendjemandem fortgehen. Ja, ja klar. Aber man muss halt selber rausfinden, oder andere gibt es, die machen sich dann Listen oder schreiben das in Kalender ein, haben gewisse Zeiten, wann sie wirklich dort sein müssen. Aber das ist eine individuelle Sache, wie du dein Zeitmanagement da so machst. Ja, natürlich. Es ist nur wichtig, dass du halt Sachen, die dir wichtig sind, regelmäßig reingibst, wenn es auch nur kleine Sachen sind. Weil man auch vergessen kann, dass man quasi nicht nur die ganze Zeit zum Arbeiten da ist. Zum Hakeln ist, sondern dass man auch ein Mensch ist. Genau, dass man auch sagt, okay, so ein Join. Ja, nicht jeden Abend brauche ich jetzt da sitzen und Video bearbeiten, obwohl es mir unglaublich viel Spaß macht. Ja. Sondern ich will jetzt bewusst auch lesen. Weil sonst das möchte ich zum Beispiel auch in the long run das irgendwann ist für mich schwieriger, das zu sagen, okay, stopp hier, ich mag jetzt nicht mehr und fertig. Jetzt muss man mal ein bisschen quasi die Batterien wieder aufladen. Mhm. Ja. Durchatmen. Genau. Aber da gibt es kein Rezept dafür, wie man das machen kann. Da muss jeder selber raus durch. Da muss man 3 Monate mal leiden oder mal, keine Ahnung, bis um 4 in der Früh auf sein und dann bis um 12 schlafen, so wie ich es gerade heute gemacht habe. Nice. Da kommen halt dann, sind dann immer so Phasen dazwischen und dann muss man denken, okay, ich bin erwachsen, ich muss um 8 mal auch möglich sein, dass ich da aufstehe und bei einem Termin bin und so. Und erreichbar sein um 10 in der Früh ist immer sehr schwierig, aber das kann man alles lernen. Das, okay, verstehe. Da kommt man überall hin. Verstehe, ja. Also das pendelt sich dann eher an. Genau. Zum Abschluss irgendwelche Visionen für längere Zeit, irgendwas, was du geplant hast und gern machen würdest. Für mich jetzt? Ja, genau. Beruflich? Oder privat? Oder privat. Irgendwas. In welche Richtung soll das Ganze gehen? Ich habe jetzt, das ist komplett was anderes. Okay. Aber ich versuche mir gerade einen Kajak zu besorgen. Okay. Wenn irgendjemand Ahnung hat vom Kajak fahren, bitte. Bitte sagt mir Bescheid, ich will mir einen Expeditionskajak kaufen und mit dem in Norwegen und Grönland fahren. Okay, das ist mein Ziel. Mit Cam oder ohne? Bitte, ja, mit Cam natürlich. Auf jeden Fall, Natürlich mit Apparat und mit Aufnehmen und mehr Reisen ist auf jeden Fall ein Ziel. Mhm. Beruflich würde ich gern mehr unterwegs sein.
Also ich versuche jetzt sehr viel Bands anzuschreiben wegen Touring. Okay. Ich habe jetzt halt eben die Zeit dadurch, dass ich jetzt quasi alles auf diese eine Karte setze, wirklich einmal für einen Monat weg zu sein. Und das wäre echt dann, das würde ich wirklich gerne machen. Und einen Monat mit einer Band unterwegs und dokumentieren. Voll. Das wäre mega geil. Da möchte ich mehr machen. Und das wäre cool. Und sonst Musikvideos und so weiter. Läuft eh, es ist immer alles sehr zeitintensiv. Aber ja, da soll es hingehen und das soll mehr sein. Nice, sehr cool. Der letzte Moment von unserem Interview gehört dir jetzt. Kannst eine Botschaft an die Szene senden? Nein, nicht an die Menschheit, aber an unsere Szene, an die Leute draußen. Wie kann man Fotografen und Content Creator besser verstehen? Wie können wir alle besser zusammenarbeiten? Musiker mit. Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort, weil ich habe extra was überlegt, weil ich, weil ich ein bisschen intelligent auch wirken möchte in diesem Interview. Brauchst du Brille dafür? Da kriege ich gut. Aber danke. Ja, bitte. Ich fände es wichtig, dass man auch genreübergreifend mehr macht. Weil die Stärkung von quasi dem Genre, wo ihr ja sehr viel dabei seid, ist super und es läuft gut und es geht genau in die richtige Richtung. Viel Kommunikation, viel Zusammenarbeit. Auf jeden Fall, das ist das Gefühl, was ich habe, dass man sich da sehr viel unterstützt. Aber es könnte quasi mehr Diversität zum Beispiel bei Konzerten sein. Es muss nicht immer nur eine Nacht sein, wo nur Progressivleute sind. Es muss nicht immer eine Show sein, wo nur Metalcore ist. Sondern zum Beispiel als Late-Night-Act oder als Support darf man auch mal eine Band einladen, die zum Beispiel ein bisschen weniger schreit zum Beispiel. Ja? Und da quasi auch das hilft auch den Content-Creatern, wenn du dann mehr Kontakt zu Bands aus anderen Genres hast, so wie ich es jetzt zum Beispiel habe, sehr viel mit Rockbands zurzeit oder Rock-Pop-Sachen. Ja. Das hilft auch quasi, weil das so gut funktioniert, wie ihr oder wie wir, die Szene, das quasi macht, ja, könnte man dieses System oder beziehungsweise dieses Wir unterstützen uns alle auch mehr Leute einbringen und mehr Leute reinnehmen und da quasi nicht eine strikte Linie ziehen, auch wenn das manchmal auch einfacher ist. Bubble aufkriegen. Genau, sondern lass uns eine größere Familie werden. Genau, das ist cool. Ja, passt. Dann danke für deine Zeit. Danke für deine Weisheiten. Bitte gerne. Und ja, High five. Cool. Tschüss. Tschüss. Wie lang war das? Long.